wie du mit Hinterlistigkeit umgehen kannst. Der Umgang mit Hinterlistigkeit kann sehr zermürbend sein und vor allem auch raubt es die Energie. Es ist unnötig, aber Leute machen das trotzdem. Und du weißt auch oftmals gar nicht, warum. Sie wollen sich aber damit auf jeden Fall profilieren. Und das wollen wir jetzt unterbinden. Hier drei antike Ansätze, wie du rhetorisch meisterhaft damit umgehen kannst. Technik Nummer 1. Die strategische Verzögerung von Epiktet. Epiktet lehrte uns, dass wir das, was da draußen passiert, nicht wirklich kontrollieren können. Aber wie wir darauf reagieren, das können wir kontrollieren. Wenn wir unsere Äußerung erstmal verzögern, kontrollieren wir den Ausgang. Nimm dir einfach Zeit. Du musst nicht gleich antworten. Gib dir 5 Sekunden in einem Gespräch. Gib dir einen Tag auf eine E-Mail. Raub den Leuten, die dich in dem Fall hinterlistig meucheln wollen oder uns zum Beispiel manipulieren wollen, die Energie, die Kontrolle. Technik Nummer 2. Aporia. Das ist eine sokratische Technik, um zu zeigen, dass man nicht weiß, um was es geht und somit neutral zu bleiben. Die Äußerung, ich bin mir nicht sicher oder davon weiß ich nichts, kann dir dabei helfen, neutral zu bleiben. Du musst nicht auf diese Hinterlistigkeit eingehen. Der Strudel der Negativität wird somit unterbrochen. Und Technik Nummer 3, die Echtheitsprüfung über die Heuristik. Die heuristische Dialektik von Schopenhauer hilft uns dabei, durch präzise und direkte Fragen ins Detail zu gehen, dort, wo die hinterlistige Person sich nicht aufhalten möchte. Die hinterlistige Person ist jene, die eher oberflächlich arbeitet. Du weißt Bescheid. Und das Detail dementsprechend vermeidet. Entziehe ihnen wieder die Kontrolle und frage sowas wie, wann ist das passiert? Was ist genau passiert? Wer war mit dabei? Um was geht es denn genau? Wie meinst du das genau? Dreh den Spieß um. Du hast hier die Kontrolle. So kannst du Hinterlistigkeit aushebeln. Wer muss das hören? Schick es gerne weiter und folg mir für mehr Kommunikationstechniken.